Hallo, hier ist der Phil Hollister. Ich bin hier heute auf dem CSD auf der Spree und habe hier den Alexander Wippert getroffen. Das ist der Gründer. Alexander, wie lange gibt es den CSD auf der Spree schon? Ungefähr 17 Jahre. Ein Corona-Jahr fiel es aus, aber wenn man das mal mitzählen darf, sind es 17 Jahre. Also ich habe das relativ von Anfang an mitbekommen. Das ist ja eine Erfolgsveranstaltung. Wie viele Schiffe fahren da jetzt mit? Ungefähr 18, und wir müssen mal bedenken, wir haben mit einem Schiff angefangen. Genau. Mit 80 Leuten. Und heute sind wir 18 Schiffe und fast 3000 Leute. Unglaublich. Wie bist du auf diese Idee gekommen? Ist mir nachts eingefallen, dann haben wir das gemacht und dann war es gleich ein Erfolg. War natürlich so geplant, ganz klar, das machen wir und wird ein Riesending. Nein, das war es nicht. Wir wollten eine kleine Tour machen und die ist von alleine gewachsen und wir können gar nichts dazu. Leute, die es noch nicht mitgemacht haben, ich kann es wirklich empfehlen. Es gibt einen Mega-Ausdruck, der auch dafür steht. Du weißt, was ich meine. Puschel-Alarm. Wer ist darauf gekommen? Das war wirklich meine Idee, weil ich wollte eigentlich eine Cheerleader-Gruppe engagieren für die Schiffe und wir haben keine bekommen. Und dann haben wir gedacht, wir kaufen diese Puschel-Dinger einfach selbst und geben es den Gästen in die Hand und schauen mal, was passiert. Und seither machen 3000 Leute auf der Spree Puschel-Alarm. Also Leute, wenn ihr das nicht kennt, googelt es. Also es gibt viele Videos im Netz. Puschel-Alarm ist geil. Letzte Frage, wie reagieren die Passanten von der Spree aus, vom Ufer? Also immer sehr wohlwollend und natürlich auch lustig. Ab und zu gibt es Studentengruppen, die ziehen ihre Hose runter und zeigen den Hintern oder andere ihre Brüste. Also es ist immer was Lustiges dabei, aber es gibt auch ernsthafte Themen, die von den Brücken mit Bannern auch kommuniziert werden. Zum Beispiel Frauenprojekte, die jetzt gerade ein Wohnprojekt eben am Laufen haben oder auch viele andere Ideen. Also da ist eine bunte Mischung, wo man zeigen kann, dass sie Spaß und Verantwortung überhaupt nicht ausschließen müssen. Ich finde es klasse und werde jetzt mit meiner Kamera diese Veranstaltung einfangen. Ich werde selbst, glaube ich, nicht aufs Boot gehen, weil ich glaube, von außerhalb habe ich einfach mehr Möglichkeiten, das zu dokumentieren. Also, viel Erfolg und Puschel-Alarm!